Das, was Sie hier sehen, das ist ein hochinteressanter Teil der Zukunft der digitalen Datenübertragung im X-Bereich. Und darüber wollen wir sprechen mit Rolf Wessels. Aber bevor wir erstmal dazu kommen, im Generellen der X-Bereich, der wird manchmal so ein bisschen auch als vergessener Teil bezeichnet. Ist das so und wie schafft man da den Anschluss an die intelligenten Kommunikationssysteme? Ja, in der Tat, das ist, gilt für den X-Bereich, aber nicht nur der X-Bereich, sondern generell die Prozessindustrie hat das Problem, dass sie sich schwer tut, damit neue innovative Technologien zu adaptieren. Und das allerdings aus gutem Grunde. Ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür hauptsächlich. Der eine Grund ist natürlich der Explosionsschutz, Sie hatten es schon erwähnt, bei dem einfach die heutigen Standards, die diesem Explosionsschutz zugrunde liegen, es den Firmen extrem schwer machen, neue Technologien direkt umzusetzen. Im Grunde muss jede neue innovative Technologie angepasst werden auf den Explosionsschutz und dabei gehen natürlich unter Umständen auch Features verloren. Der zweite Aspekt ist das Thema Verfügbarkeit, was in der Prozessautomatisierung extrem wichtig ist. Und das hängt einfach damit zusammen, dass der Ausfall eines einzelnen Anlagenteils oder auch unter Umständen eines einzelnen Elementes tatsächlich sofort zu massiven Verlusten führen kann. Und zum Beispiel eines ganzen Produktionsbatches, was dann ganz schnell Zehntausende, Hunderttausende von Euro kostet. Und insofern überlegt sich jeder Anlagenbetreiber natürlich zwei-, dreimal, ob er auf eine neue innovative Technologie setzt oder lieber das benutzt, was er schon seit 20, 30, 40 Jahren einsetzt und sich einfach bewährt hat. Kosten vermeiden, das ist sicherlich ein Faktor auch, warum viele Firmen mittlerweile ja schon längst die Produkte von Peppel & Fuchs bzw. eCom gewählt haben. Was bieten Sie an und vielleicht auch einen Blick auch schon in Richtung Zukunft, wo gehen die Trends hin? Also die Trends gibt es natürlich auch in der Prozessindustrie, sich auf neue Technologien zu fokussieren. Ein Beispiel ist da natürlich das Thema APL, Advanced Physical Layer, was im Grunde den Ethernet oder die Ethernet-Kommunikation in den Explosionsbereich bringen wird. Es gibt das Thema NOAA, Namur Open Architecture. Da geht es darum, dass ich im Grunde eine Möglichkeit, eine Struktur entwickle, mit der ich innovative Technologien sozusagen seitlich an die Automatisierungspyramide anflanschen kann, nenne ich das mal, und zwar rückwirkungsfrei. Das heißt, ich habe keinen Einfluss auf das, was heute schon sicher läuft, kann aber gleichzeitig beginnen, hier neue Technologien einzusetzen. Der dritte Punkt ist, und da verlassen wir vielleicht so ein bisschen den direkten Prozesssteuerungsbereich, das ist das Thema Wartung und Instandhaltung. Und da sind wir heute natürlich schon einen Schritt weiter, weil dort das Thema Verfügbarkeit nicht ganz so relevant ist, das Thema Explosionsschutz aber natürlich weiterhin. Und da bieten wir natürlich mit unserem Ecom-Brand eine recht große Palette an mobilen Handheld-Geräten, Smartphones, Tablets, die alle für den X-Bereich zertifiziert sind. Ja, und an diese Endgeräte kommen dann möglicherweise auch schon bald entsprechende neue Produkte dran. Wollen wir jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, die Glasses. Also wenn ich jetzt sonst irgendwie so auf das Thema Smart Glasses und so weiter komme, dann denkt man ja eigentlich eher, okay, hier Brille und dann Mission Impossible-mäßig hat man dann so im Steg die Kamera und vorne auf die Gläser wird dann etwas projiziert. Das ist natürlich jetzt so erstmal ja, ein bisschen anders, vor allem auch natürlich, weil entsprechende Funktionen da mit eingebaut sind. Stellen Sie doch mal bitte vor, was genau da alles möglich ist. Ja, Mission Impossible wäre natürlich cool. Darum geht es ja natürlich weniger. In der Tat, der Begriff Smart Glasses ist etwas irreführend, weil wir hier nicht von etwas reden, was ich irgendwie vor beide Augen setze, sondern ich rede tatsächlich von einem, sagen wir mal, intelligenten Peripheriegerät, das mit einer Vielzahl von Sensoren und Bedienelementen ausgestattet ist und das ich als reines Peripheriegerät anschließe an ein bereits existierendes, zum Beispiel Smartphone. Und natürlich sowohl das Smartphone als auch diese Smart Glasses sind geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich bis hin in Zone 1. Und hier haben wir halt so ein Produkt mal und was wir sehen können ist, wir haben zum einen natürlich ein Set von Kameras hier, zwei Kameras frontal eingebaut,
die ist im Grunde das, was ich als Träger dieses Gerätes sehe, auch dann weitergeben an das, zum Beispiel zunächst mal an das Smartphone. Ich habe eine weitere Kamera hier mit einem optischen Zoom für Scanning-Anwendungen. Ich habe Mikrofone eingebaut, ich habe einen Lautsprecher hier, mit dem ich dann auch direkt, über den ich auch direkt dann kommunizieren kann. Ich habe ein Touchpad an der Seite, Bewegungssensoren und so weiter und so fort. Und natürlich das Allerwichtigste, ich habe auch ein Display, das ich mir direkt vors Auge schwenken kann. Tragen tue ich das Ganze dann entweder an einem Helm, das heißt, es sitzt hier so vor der Stirn, oder aber auch an einem entsprechenden Headgear, das ich als Ersatz für den Helm dann wählen kann. Sie sagten, es ist für explosionsgefährdete Bereiche gemacht. Also entsprechend wahrscheinlich auch, ich kann es auch in die Hand nehmen, aber wäre vielleicht gerade mal ganz gut. Dann haben Sie nämlich beide Hände frei, genau. Um es vielleicht auch mal zu demonstrieren. Also kurz das Gerät dann auch entsprechend zum Laufen zu bringen. Mal gespannt dann auch gleich, wie genau und was man sieht. Okay, also jetzt habe ich hier die Kamera schon in der linken Hand. Ah, okay, da sehen wir Rolf. Wunderbar. Also klappt perfekt. Jetzt haben wir ja auch gleich das Bild im Bild. In welchen Bereichen, beziehungsweise was sind denn Anwendungsbereiche, Use Cases für diese Glasses? Ja, also der erste wirklich typische und vielleicht einfachste Use Case ist natürlich der Remote Service. Das bedeutet, eine Person, die sich in der Anlage befindet und die Aufgabe hat, entweder einen Serviceauftrag durchzuführen oder auch eine Inbetriebnahme zu machen, kann diese Glasses tragen, hat selbstverständlich dann auch ein Smartphone dabei und kann zum Beispiel über die Standard-Kommunikationstools, die wir heute alle kennen und regelmäßig benutzen, wie Zoom, Teams, WebEx, sich während des Vorgehens direkt in Echtzeit kommunizieren, zum Beispiel mit einem Experten, der irgendwo ganz anders sitzt in der Welt, der aber die notwendige Erfahrung und Kenntnisse hat und kann also diese Person im Feld leiten, Informationen weitergeben, helfen bei der Problemsuche. Eine etwas komplexere Anwendung, die es heute schon auch softwaretechnisch gibt, wäre tatsächlich die Anbindung direkt an ein Asset-Management-System zum Beispiel. Das geht so weit, dass ich theoretisch über die Kamera mit dem optischen Zoom hier ein digitales Typenschild scanne, dann automatisch die Informationen zu diesem Produkt bekomme, sei es da eben Handbuch, Datenblatt, Anweisungen, wie ich das bedienen muss oder reparieren muss oder bearbeiten muss. Ich könnte Informationen bekommen über meine nächsten Einsatzaufträge. Alles, was ich durchgeführt habe, könnte ich online im Grunde sofort abhaken und wird mitprotokolliert. Das ist eine komplette Verabschiedung von Pen and Paper, wie man so schön sagt. Also vielseitige Einsatzbereiche für den mobilen Arbeiter. Dieser Remote Workspace hat ja auch nochmal so einen gewissen Push bekommen, jetzt gerade durch die Corona-Zeit, in der ja auch vieles schlichtweg distanziert stattfinden musste. Ja, absolut. Also das sehen wir ganz deutlich. In den letzten anderthalb, zwei Jahren hat sich da massiv was bewegt. Wie gesagt, im Softwarebereich gibt es da auch schon seit einiger Zeit absolut funktionsfähige Applikationen. Was so ein bisschen vielleicht gefehlt hat, ist die brauchbare Hardware, damit sich diese Software in ihrem Nutzen auch voll entfalten kann. Und das war natürlich auch aufgrund der Einschränkung des Explosionsschutzes immer ein bisschen schwierig. Das hing immer ein bisschen hinten dran. Und da sind wir jetzt einen deutlichen Schritt weiter. Und ich glaube, wir sind damit auch einen Schritt näher an dem, was ich als Smart Service and Maintenance beschreiben würde. Auf jeden Fall sehr spannende Einblicke und Ausblicke, die wir bekommen haben. Im Grunde genommen auch Durchblicke im wahrsten Sinne des Wortes. Rolf Wessels, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.